So, in diesem Video möchte ich eigentlich die entscheidende Eigenschaft der Exponentialfunktion beweisen, die diese Funktion so besonders macht, ja, woraus sich eben halt unglaublich viel ergibt. Der Satz sagt, wir haben zwei beliebige komplexe Zahlen, zwei komplett beliebige komplexe Zahlen, z und w. Und wenn ich jetzt Folgendes ausrechnen möchte, die Exponentialfunktion von z mal Exponentialfunktion von w, dann kann ich das tun, indem ich einfach die Exponentialfunktion ausrechne an nur einer Stelle, und zwar an der Stelle z plus w. Ja, das ist sehr speziell, ne? Also dass ich also diese Multiplikation hier außen quasi ersetzen kann durch eine Addition innen. Ja, das macht die Sache sehr nützlich und sehr praktisch, weil Addition ist sicherlich immer die einfachere Operation. Ja, und außerdem spare ich mir dann sogar noch irgendwie das Ausrechnen der Exponentialfunktion einmal. Ja. Also das sieht nach einer sehr praktischen, interessanten Gleichung aus, die man so irgendwie kaum kennt. Ja, und die Exponentialfunktion so besonders macht. So, jetzt wollen wir aber natürlich erstmal beweisen, dass diese Funktionalgleichung überhaupt gilt. Ja, das ist die Aufgabe, die man sich natürlich immer, die man sich dann immer stellen muss. Also gehen wir es einfach nochmal an. Also, wir wählen also z und w aus den komplexen Zahlen beliebig. Ja, die sind einfach mal gewählt. Und dann gucken wir uns einfach mal an, was denn wohl die Exponentialfunktion von z plus w ist. Das heißt, wir zäumen das Pferd von hinten auf. Wir fangen einfach mal bei Exponentialfunktion von z plus w an und gucken uns einfach mal die Definition an. Die Definition sagt, okay, das ist folgende Summe. Das ist k gleich 0 bis unendlich. Ja, und dann habe ich ja 1 durch k Fakultät. Ja, und weil ich jetzt z plus w habe, kann ich einfach z plus w in Klammern hoch k schreiben. Ja, das ist einfach die Definition der Exponentialfunktion. Das ist okay, das ist ja jetzt noch nicht schwierig. So, dann habe ich dieses z plus w in Klammern hoch k. So, und da kommt jetzt der binomische Leersatz ins Spiel. Das heißt, diese verallgemeinerte binomische Formel, die wenden wir jetzt an. Okay, sagen wir uns, okay, das ist ja nicht erstmal nichts Schlimmes. Also k gleich 0 bis unendlich. Und hier habe ich immer noch 1 durch k Fakultät. Und der allgemeinische binomische Satz sagt, okay, das z plus w in Klammern hoch m ist hoch k ist folgendes. Das ist eine Summe m gleich 0 und jetzt natürlich nicht bis unendlich, sondern nur bis k. Und dann kommt der Binomialkoeffizient, das ist k über m. Und dann habe ich z hoch m und w hoch k minus m. Ja, das ist der binomische Satz. So, okay, wunderschön. Jetzt sehe ich natürlich erstmal, hier habe ich den Binomialkoeffizienten und ich habe hier k Fakultät im Nenner vorne. Ja, vielleicht kann ich das irgendwie gewinnbringend ausnutzen, dass diese Terme doch relativ ähnlich sind. Also nutze ich mal aus, dass ich den Binomialkoeffizienten irgendwie mithilfe von Fakultäten darstellen kann. Ja, also schreibe ich hin, okay, das ist Summe k gleich 0 bis unendlich und dann habe ich hier immer noch 1 durch k Fakultät und dann habe ich die Summe m gleich 0 bis nur bis k und k über m kann ich ja ausdrucken als k Fakultät oben im Zähler und im Nenner habe ich m Fakultät und dann mal k minus m in Klammern Fakultät und dann habe ich hier z hoch m und w hoch k minus m. Ja, okay. Was habe ich jetzt davon gehabt? Ja, das ist gar nicht so schwer zu sehen. Hier habe ich k-Fakultät und ich kann das wegkürzen mit der k-Fakultät da draußen, aus dem Binomialkoeffizienten. So, das ist ja jetzt nett. Jetzt kann ich das ein bisschen noch schöner schreiben. Also schreibe ich das ein bisschen schöner. Ich schreibe das mal so. Summe k gleich 0 bis unendlich. Und dann habe ich hier die Summe m gleich 0 bis nur bis k. Und jetzt schreibe ich das schon bewusst so, dass ich hier das z hoch m habe und hier unten habe ich die m-Fakultät und multipliziere das Ganze mit w hoch k minus m geteilt durch k minus m in Klammern Fakultät.
So, das war eine bewusste Art und Weise, das so zu schreiben. Warum? Weil das jetzt hier ein Cauchy-Produkt ist. Das ist das Cauchy-Produkt von Reihen. Und das Cauchy-Produkt von Reihen, ja, wenn die Reihen konvergieren, wissen wir, das können wir nämlich umschreiben. Das können wir nicht umschreiben zu einem Produkt von Reihen. Und zwar, welche Reihen sind das dann? Das ist einmal die Reihe k gleich 0 bis unendlich. Und dann habe ich hier einfach z hoch k geteilt durch k Fakultät. Ja, mal, ich mache da mal bewusst Klammern drumherum, mal, dann Summe, da mache ich einfach mal den Buchstaben j gleich 0 bis unendlich w hoch j geteilt durch j Fakultät. Ja, also wenn Sie nochmal in der sich nachgucken, was das Cauchy-Produkt ist von solchen unendlichen Reihen, ja, dann kommen Sie genau auf diesen Fall, dass man das so aufschreiben kann. Ja, das Cauchy-Produkt ist ja die Idee, ja, wenn ich so ein, wenn ich wiederhole das nochmal kurz, also wenn ich unendlich viele Elemente habe, A1, A2, A3, A4 und so weiter, und ich habe hier die B1, B2, B3, und ich muss jeden mit jedem multiplizieren, ja, dann kann man entweder alles so rechnen und am Ende dann zusammenrechnen. Das kann man machen. Ja, das ist langweilig. Ja, es ist nicht das Cauchy-Produkt. Ja, und man kann aber auch alles so zusammenrechnen und dann am Ende so zusammenrechnen. Das ist so, wie bei Excel man das auch machen könnte. Ja, man müsste sich einfach vorstellen, das ist quasi eine unendliche Excel-Tabelle in beide Richtungen. Aber das Cauchy-Produkt ist anders. Das ist eben so skurril. Das rechnet eben halt so. Das rechnet eben halt schräg. Ja, und wenn wir alle schrägen Linien hier zusammennehmen, dann und die dann alle zusammenzählen, dann kommen wir nämlich auf das Cauchy-Produkt. Ja, so ist das so ein grobes Bild vom Cauchy-Produkt. So, aber jetzt gucken wir uns einfach nur nochmal an, was das eigentlich ist. Das hier ist die Exponentialfunktion von z mal das hier ist die Exponentialfunktion von w. Ja, und damit haben wir das bewiesen, ja? Dass diese funktionale Gleichung der Exponentialfunktion wahr ist. Ja? Und sie hat eben halt auch unfassbar viele Konsequenzen. Ja? Also ein einfaches Beispiel ist jetzt, was ist denn bitte schön die Exponentialfunktion von 2? Ja? Und das ist die Exponentialfunktion, ich kann hier darstellen als 1 plus 1. Das ist also die Exponentialfunktion von 1 mal Exponentialfunktion von 1. Das ist also die Exponentialfunktion von 1 zum Quadrat. So, jetzt können Sie sich vorstellen, dass man das induktiv weitertreiben kann und dann kriegt man sehr schnell raus, per Induktion, dass die Exponentialfunktion von n nichts anderes ist als die Exponentialfunktion von 1 hoch n. Ja, und zwar kann man das locker zeigen für alle n aus den natürlichen Zahlen. Ja, das werden wir auch noch machen. Ja, aber wir erkennen sofort, welche drastischen Eigenschaften dann diese Funktionalgleichung für die e-Funktion produziert. Ja, wir werden also ganz viele Eigenschaften aus dieser Funktionalgleichung herausziehen. Ja, und das macht diese E-Funktion eben halt auch so besonders. Ja, okay. Ich hoffe, das war hilfreich.